Hallöchen, Leute. Ja, ihr seht jetzt manchmal hier ein bisschen schief. Ist egal. Geht nicht anders, weil ich habe keinen Weitwinkel und da muss die Kamera ziemlich weit oben stehen. Ich habe hier wieder so eine Kiste. Die kann ich nicht mal testen, weil da jemand die Kabel abgerissen, abgeknippt hat. Und ich habe ja gesagt, die Kupferjäger haben versucht, da reinzukommen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das Ding hat sehr viel Widerstand geleistet. Da sind noch Schrauben, das ist noch Metall, das ist kein Plastik. Könnte jetzt wieder irgendwas mit digital sein, ne? Nee, ist es nicht. Das ist ein analoges Gerät. Und zwar ein Doppelkassettendeck von Grundig. Was steht hier? Twin Kassettendeck CCF 301. Das von Grundig ist relativ einfach, aber mit Dolby, nee, nicht mit Dolby, mit Auto Reverse. Reverse Record B, Playback Deck B. Das ist komisch, dass das Playback, die Rekordseite ein Auto Reverse hat und das Tape Deck A nicht. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Record Level ist relativ schwergängig und nur ja ein Kanal, also Stereo. Ich kann nicht wirklich wenn ich zwei unterschiedliche Stereo-Kanäle habe oder zwei verschiedene Signalstärken, kann ich nicht ausgleichen, dass er das schön in Stereo aufnimmt. Egal, kommt wohl von dem gleichen Besitzer wie das CD-Laufwerk. Wie gesagt, ich kann es im Moment noch nicht testen mit dem Kabel hinten dran. Ich schraube das Ding mal auf. Also ich sehe schon mal einen Gummi, der nicht in Ordnung ist. Der ist da unten drinne. Der könnte gehen, aber der löst sich auf. Der löst sich echt auf. Bäh. Pfui. Wie immer. Der hat sich aufgelöst. Der ist zwar noch da, aber noch nicht. Aber so, dass er sich echt auflöst. Beim anderen, beim B-Deck, weiß ich nicht. Pfui, pfui. Hole ich euch mal Dichte. So. Licht. Der Gummi hier auf dem Rad, ja, der hat sich aufgelöst, beziehungsweise beginnt sich aufzulösen. Da unten drunter hängt noch ein Stück. Auf dem anderen, vom anderen Laufwerk, da kann ich jetzt gerade gar nichts sehen. Da sehe ich ein schiefes Zahnrad. Da ist was schief drin, ja. Vielleicht kann ich euch das zeigen. Kann man das sehen? Da tief drin. Ich hoffe, man kann das erkennen. Da hängt ein Zahnrad schief. Ich glaube, das wird wohl
eine Sache werden, wo ich sage, nö. Ich sehe aber schon, da war schon mal jemand bei. Ich war es noch nicht. Das war die Schraube. Da war schon mal einer bei. Zumal steht der Kopf schief. Achso. Ihr seht ja gar nichts da. Der Kopf steht schief. Also der ist nicht richtig. Das Zahnrad da drin sieht nicht gut aus. Wenn es jetzt mit dem Zahnrad hinüber ist, dann kann ich das Ding nehmen, wie es ist, ab in die Mülltonne. Dann mache ich an der Kiste nichts mehr. Riemen kann ich immer noch tauschen, das ist nicht das Problem, aber Zahnräder, da sieht es dann schon wieder anders aus. Krütz, Krütz, kleiner Krütz, Null. Versuche ich das mal zu zeigen. Ich glaube, das kann ich eh vergessen. Ich glaube, das kann ich eh vergessen. Also der Gummi klebt. Das ist das. Da ist noch eine Feder unter gewesen. Wo ist jetzt die? Da. Oh, nee. Vergesst es. Der Kapstan ist auch hinüber. Gebrochen, könnt ihr vergessen. Das gehört da so rein. Und die Feder drückt das nach oben. Könnt ihr vergessen. Schmeißt das Scheißding weg. Ja, ein bisschen Gewicht hat die Seite, aber die Seite gar nicht. Ein bisschen, also ein bisschen Gewicht. Ein bisschen ist gut, wie viel das hat. Flywheel on. Oh, knapp 46 Gramm. Aber vergesst es. Das wird zwar durchgesteckt, ich weiß zwar nicht wie weit, aber hier das Ding ist gebrochen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich versuch's mal. Da sieht man, glaube ich, die Linie da hoch. Das ist gebrochen. Kann ich auch auseinander
biegen. Es kommt da rein. Es hält zwar irgendwie, aber das lohnt sich nicht. Vor allem, dass hier der Kapstan. Der hat deutliche Einlaufspuren, die merke ich mit dem Fingernagel. Weil ihr seht ihr jetzt nicht, ne? Stellt nicht mehr scharf. Aber merkt mit dem Fingernagel, ist eingelaufen. Richtige Kanten drinne. Das vergessen. Die Seite. Zwar ein bisschen besser, aber ist auch eine Kante. Nee, vergiss es. Lohnt nicht. Wo hast du eingehakt? Da so. Die noch was sind, weiß ich nicht. Sagt der Kopf. Jetzt fällt hier noch was raus. Oh, keine Ahnung woher. Also wird das nur eine Zelle. Hier ist noch irgendwie ein Stück. Der Kopf hingegen geht eigentlich noch, hat auch Einlaufspuren, aber wie man das sehen kann, ich denke mal nicht. Aber sieht man auch schon. Aber man spürt es. Der Seite nicht so toll, aber hier auf der Seite spüre ich eine Kante. Das ist Kunststoff, da nicht mehr, aber nee, sorry, also das, die B-Seite hätte vielleicht noch funktioniert mit Auto Reverse, aber das Blech gerade dengeln, wenn ich das jetzt hier so halbwegs, achso, jetzt weiß ich, was das war, für ein Stift, der kam aus der Spule. Komm mal hier, steck dich mal wieder so zusammen. Ja, das Zahnrad da drinnen in der Luft, das wird nirgendwo gehalten, das wo das gebrochen ist. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Wenn das erstmal warm läuft oder was, dann dehnt sich der Plastik aus. Das kommt hier gerade aus dem Keller, das Teil. Und dann springt die Feder wieder hoch, weil es eine relativ starke Feder ist. Und dann ist das Zahnrad wieder raus und dann ist die Funktion wieder weg. Nö. Lohnt nicht, taugt nichts, bringt nichts. Kann ich nehmen, wie es ist, ab in die Mülltonne. Und hier das Zahnrad, das ist, ja, ne, Zahnrad sag ich schon, das Rad. Geworden, das muss ich alles reinigen.
schraub das da mal raus. So auch. Das hat keine Einlaufspuren. Der Kapstan ist dreckig. Also gepflegt wurde das auf alle Fälle nicht. Der ist noch gut, aber hier fehlt die Andruckrolle. Das Laufwerk, das würde gar nicht funktionieren. Also wenn ihr wisst, was ich meine, die fehlt. Die Andruckrolle, die ist hier gar nicht da. Also sehr lange fehlt die wohl noch nicht. So wie es aussieht, aber schon eine Weile. Hier war auch mal, glaube ich, ein Gummi. Also das Teil ist Schrott. Also das Laufwerk ist Schrott, weil da die Andruckrolle fehlt. Nur weiß ich nicht, ob da noch ein Hebel mit bei war oder die Rolle direkt drauf war. Ich glaube, da war die Rolle direkt drauf. Taugt nichts. Und bei dem hier mit dem Zahnrad, wie gesagt, also das Ding ist Schrott. Schade. Gut. Was kaufe ich mir da raus? Hebe ich was auf? Motoren? Nö. So Vierpolmotoren, also vier Pole haben die. So. Fliegt der Müll, aber die Motoren hebe ich mir auf. Motoren hebe ich mir auf, weil die kann man regeln. Boah. Was habt ihr hier gemacht? Also die B-Seite, defektes Zahnrad eingelaufen. Bringt nichts. Die A-Seite fehlt die Andruckrolle. Nicht eingelaufen. Bringt nichts. Dafür Teile besorgen. Das Gehäuse ist zerdengelt. Nö. Hier. Noch eine. Noch irgendwo was dran. Hältst du da noch fest? Da unten. Okay. Man hat ein Inkrementenrad, um die Geschwindigkeit, ne, Geschwindigkeit nicht, ob
ob das sich noch dreht. Stoppsensor. Ja. Ich kenne da jemanden, der wird bestimmt jetzt sagen, heb dir mal die Köpfe auf. Den Kopf hebe ich mir auf. Aber der Rest fliegt in die Tonne. Bis auf den Motor. Ja, das hat auch ein bisschen Gewicht. Knapp 46 Gramm, genauso. Die Flachriemen kann ich mir vielleicht noch aufnehmen, aber Schrott. Schrott. Ob der leise läuft. Weiß ich nicht, DC 12 Volt. Den hebe ich mir auf. Der läuft deutlich ruhiger, auch 12 Volt. Hebe ich mir auf, aber überall ist hier dieses Teerzeug. So, der Rest kommt so gesehen weg. Sollte ich mir die Mechanik aufheben? Nö. Das hier? Nö. Tue ich nicht. Müll. Fliegt gleich in die Mülltonne. Renn ich sofort raus. Scheiß. Platinemäßig. Irgendwas Besonderes. Also, ich schätze mal 15 Volt Trafo. Was steht hier? Hier steht nicht. Ups. Keine Ahnung, weil der geht auf, wird auf 15 Volt Netzteil hier in, auf 12 Volt runtergeregelt. Schätze mal so, was weiß ich. 17 Volt oder so, was das Ding nachher hat. Keine Ahnung. Müll. Müll, 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 alles Müll, Müll, das ist Müll. So, nur ein Trafo, die Motoren und den ein Kopf, ist ein Stereokopf, ja, ist ein Stereokopf. Minimalste Einlaufspuren, so, da ist kaum was zu sehen. Kann man auch mal brauchen. Poti. Also Doppelpoti. Also es geht relativ schwer. Nö. Hier noch was auf der Platine drauf. Nur LEDs. Schrott. Das war mal ein Grund, ich Kassetten decke. Also das ist wirklich Schrott. So, das war nicht jetzt so, wie es ist in die Mülltonne. Die Gummis hebe ich mir mal auf, vielleicht kann man die ja noch brauchen, oder? Der hat noch eine gute Spannung für was. Der geht auch noch.
So, aber der Rest ist Schrott, geht in den Müll. Gut, dann danke fürs Zugucken und diesmal war es eine Zerlegeorgie. Okay, bis dann. Tschüssi.